Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Supermarket Simulator. Und in der letzten Folge haben wir hier ein bisschen angefangen, die Regale neu zu sortieren. Ein bisschen was habe ich dann zwischen der und der letzten Folge gemacht. Ihr seht, wir haben jetzt hier genügend Gänge. Wir haben hier hinten jetzt auch noch ein bisschen Platz. Hier können wir mindestens noch mal ein so ein Regal hinstellen. Und wir haben hier an der Wand auch noch ein bisschen Platz. Das Regal, das wird wahrscheinlich wegwandern. Das können wir schon mal hier vorne irgendwo hinstellen. Müssen wir dann mal umräumen. Aber, ihr habt es im Titel schon gelesen, ich will mich heute damit beschäftigen, die letzten Erweiterungen zu kaufen. Beziehungsweise nicht die letzten Erweiterungen, sondern die letzten neuen Produktlizenzen. Und die kaufen wir jetzt auch hier beide gleichzeitig. In einer Folge. Ich habe, glaube ich, noch nie zwei Lizenzen in einer Folge gekauft. So, und jetzt werden wir hier jetzt gleich mal Sachen bestellen. Als letztes haben wir hier den Wein gemacht. Der steht hier übrigens hier noch. Also, im Laden ist er schon eingeräumt, aber ins Lager muss er noch. Weil ich sammle jetzt erstmal, deswegen bestelle ich jetzt auch die beiden Produkte zusammen. Und dann muss ich nämlich hier im Lager mal ein bisschen Platz machen, weil eigentlich ist das ganz schön voll. Aber das gibt es dann in einer anderen Folge. Das ist das Problem von dem Bad Boy morgen. So, von daher bestellen wir hier einmal schon mal Sachen. Und wenn ihr hier mal bei mir drauf guckt, ich habe hier auch das Problem, dass wenn ich eine Sache bestelle, zwei Sachen kommen. Wir können uns das hier auch nochmal angucken. Hier sind alle Sachen zweimal. Ich habe letztens die Frage gehabt, wo das herkommt, weil das auch wer von euch als Problem hatte. Das müsste ein Problem von irgendeiner Mod sein. Wenn ihr das Problem auch habt und euch das wirklich stört, dann löscht eins nach dem anderen die Mods. Dann seht ihr, an welcher es direkt liegt. Ich weiß es leider auch aus dem Kopf nicht genau. Aber meistens bestelle ich nicht so. Von daher kann ich jetzt auch nicht genau sagen, mit welcher Mod das Problem dann kam. Aber man kann dann einfach hier so... Ne? Im Normalfall bestelle ich halt nicht selber. So. Das haben wir jetzt aber schon mal bestellt. Und hier in dem Fall ist es jetzt gar nicht so schlimm. Denn... Ich sortiere mir die ganzen Sachen jetzt hier einmal. Einmal was rein muss und einmal was ins Lager muss. So, das haben wir da schon stehen. Das kann nämlich dann hier mit hin. Da das jetzt hier ein bisschen stehen bleiben wird, habe ich mir gedacht, ich stelle das mal vernünftig und ordentlich hin. So, das haben wir auch. Haben wir zweimal Klopapier dazu bekommen? Tatsächlich. Mit dem Klopapier, was wir schon da haben, haben wir dann jetzt viermal Klopapier. Das ist eigentlich echt gut. Da können wir eine richtige Klopapier-Ecke machen. So, noch ein großer Karton. Ist das schon das gleiche? Ja, das ist das gleiche. Ah, ich will das doch gerade hier hinstellen. Soll ja nicht ganz so... dahin geworfen aussehen. Hier, das räume ich jetzt eh gleich in den Laden, da ist das nicht so schlimm. Ja, das Katzenfutter. Und so, damit zu. Das ist Hundefutter. Das ist mal wirklich was ganz Neues. Hundefutter hatten wir noch gar nicht hier im Laden. Man muss ja auch mal offen sein für neue Sachen. Nee, nee, komm, wir wollen das hier schon schön finden. Nein. Ich will das gerade da haben und ich will das so richtig schön da dran haben. Ja, gut, geht. So, haben wir das schon? Nee, das Katzenfutter haben wir noch nicht. Also ich denke mal, das Katzenfutter ist, weil da ist eine Katze drauf. Pat, pat, ja. Soll das wohl Kitty Cat sein? So, das müsste die Zahnpasta sein. Könnte auch Alufolie sein. Von der Verpackung so optisch, aber ich weiß von der Beschreibung her, dass wir Zahnpasta dazu kriegen sollten. Von daher ist es die Zahnpasta. So, das haben wir auch noch nicht. Und das kommt einmal hier mit hin.
So, und jetzt müssten wir haben 8 Produkte. Jo, haben wir. Wunderbar. So, und jetzt würde ich sagen, fangen wir auch gleich mit dem Klopapier an, weil das, ich bin der Meinung, wir haben hier hinten zweimal Klopapier aktuell. Wir haben das Klopapier, wir haben das Klopapier. Können wir hier einen reinen Klopapierständer machen? Das fände ich eigentlich gar nicht mal so unnice. Dann kommen die Kartoffeln da raus. Die Kartoffeln haben wir im A3. Das heißt, wir brauchen relativ leeren Kartoffelkarton. Oder zumindest muss ich mal wissen, was so eine Größe ich dafür brauche. Ein großer Karton. Ja, aber die sind alle voll. Kein leeren Kartoffelkarton. Das ist schon mal nicht gut, aber das ist die gleiche Größe wie das Klopapier. Haben wir hier noch einen ganz großen Karton? Nee. Nee, habe ich leider nicht. Okay, dann. Obwohl, die Größe habe ich doch. Ich doch da stehen gehabt eben. Moment. Wir bringen den jetzt erstmal hier hin zum Klopapierregal. Hier irgendwo in den Gängen da. Wenn wir ein bisschen Glück haben, passen da die Kartoffeln rein. Jo. Wunderbar. Hier müssen wir jetzt gleich mal ein bisschen aufräumen. So, Kartoffeln stellen wir jetzt einfach erstmal hier hinten hin. Obwohl, nee. Ich bringe die mit nach draußen, weil wir müssen die ja neu einräumen. Wir müssen einen neuen Platz finden. Also kommen sie jetzt erstmal. Nee, ich will den Karton zumachen. Kommen die erstmal da zu den anderen. So, ab zum Klopapier. So, wir richten das jetzt an dem Regal hier ein. Gehen jetzt hier einmal. Wir machen uns den Karton erstmal leer. Und jetzt müssen wir hier nämlich mal ein bisschen umräumen. So, jetzt sollte das Ganze passen. Müssen wir in jedem Regal das Klopapier einmal reinstellen, damit wenn die Einräumer kommen, die Schilder auch richtig stehen. So, das haben wir. Wunderbar. Hier oben überall das andere Klopapier. Haben wir. Wunderbar. So, jetzt nehme ich mir den Karton einfach erstmal mit raus. Ich stelle mir den mal hier hin. Also für mich, das ist auch Klopapier. Ja, Moment, das will ich jetzt wissen. Haben die uns echt viermal Klopapier gegeben? Das wäre genial. Also, einfach weil das Regal dann voll ist. Ja, Papierhandtücher. Okay, die passen aber auch wunderbar zum Klopapier. Müssen wir den hier immer mal wieder rausnehmen, damit wir wieder die Schilder richtig kriegen. So. Und auch den Karton stelle ich mir jetzt. Ah, ich laufe voll ins Regal. Ja, mit dem Schnelllaufen hier, mit dieser Großschreibtaste geht das. Da läuft man echt viel, viel schneller. Ich habe jetzt auch erst viel, viel später mitbekommen, dass das geht. So, wir hätten jetzt einmal auf jeden Fall Waschmittel. Zahnpasta, was ist das hier? Keine Ahnung, ich muss mal gucken. Was bist du? Reiniger, ja, okay. So. Wischtücher wahrscheinlich. Also hier haben wir rein theoretisch Reiniger drin, aber die sind auch schon voll. Wäre eigentlich schön, die da hinzukriegen, aber bei der Größe brauche ich auch nicht gucken, dass wir ein Fünferregal nehmen, das passt eh nicht. Und ja, hier solche Lücken, ich muss noch mal ein bisschen, muss ich noch nacharbeiten, das ist klar. Haben wir irgendwo noch Reiniger? Ich glaube fast nicht.
Hier würde eigentlich perfekt die Zahnpasta reinpassen, aber das Regal ist halt auch schon voll. Will da aber jetzt auch kein Viererregal draus machen. Sonst kommt halt hier hinten nochmal. Kann man mal kurz gucken. Hier vorne war auch irgendwas. Hier ist aber auch nochmal rein. Ja. Hier haben wir auch nichts. Nichts mehr doppelt, dass wir irgendwas räumen könnten. Und wir haben dreimal Futter. Einmal Hundefutter, Katzenfutter, Katzenfutter. Haben wir irgendeinen Tierreiniger? Oder was nach Tierreiniger aussieht? Sagen können, komm, das packen wir damit zu. Auch nicht so weit. Ja, dann müssen wir leider echt jetzt mal ein bisschen mischen bei den letzten Produkten. Weil wir haben jetzt 3, 5, 6, 7, 7 Produkte. Ja, ist eigentlich echt ein bisschen ärgerlich. Weil wir machen das Hundefutter, das wird wahrscheinlich groß sein. Machen wir das in ein Regal und dann haben wir noch den Rest. Okay, das heißt, wir brauchen Regale. Wir brauchen generell viele Regale. Wir brauchen hier erstmal 4. Und da gehen, denke ich mal, 3 hin oder so. Aber wir bestellen jetzt erstmal 8 Regale. So. Haben wir schon mal 8 Regale geliefert. Na schön. Und jetzt würde ich als erstes einmal gucken, wie wir das hier... Moment, bevor ich das jetzt mache, stehen die Regale dann alle richtig? Ja, steht hier beim Anfang dran. Ja, das passt soweit. Das Produkt haben wir schon eingeräumt. Schon lange. Das können wir mal einfach mal... wegwerfen. Also zum Durchgehen ist die Aufteilung anscheinend nicht ganz so toll, aber ich finde die Aufteilung echt so zum Gucken. Wenn man von vorne guckt, finde ich, ist das eine wunderschöne Aufteilung. Man sieht, dass dieser Laden voll ist. Oh. Vielleicht mache ich später irgendwann nochmal oder demnächst, dass ich doch Gänge mache, dass wir da durchgehen können. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser finden würdet. Dieses, also ich sag mal so, aus Kundensicht ist es natürlich, man läuft hier durch und da muss man hier oder hier und man muss halt immer wieder zickzack gehen und sieht deswegen, denke ich mal, viele Produkte, als wenn man einfach nur gerade durchrennen kann. Ist aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch deutlich angenehmer. Gerade auch für uns selber. Ich meine, ich suche mir jetzt hier auch die Wege, die am besten gehen. Okay, hier müssen wir schon mal fast kein ganzes Regal mehr hin. Schade. Jetzt muss ich mal einmal hier behelfsweise das Regal hinstellen, beziehungsweise es kann auch da stehen bleiben, gleich. Ja, vielleicht modle ich das wirklich nochmal um. Wir sind ja hier noch in der Ladengestaltung. Und ich meine, da wir jetzt alles haben, irgendwas muss man ja tun. Irgendwas muss man ja finden, was man machen kann. Ich will das Spiel noch nicht abschreiben. Also es macht immer noch Spaß. Und es ist eigentlich schade, dass es wenig zu tun gibt jetzt noch, wenn man das Spiel durch hat. Aber das ist halt bei jedem Spiel eigentlich dasselbe. Wenn man alles gemacht hat, hat man alles gemacht.
So. Das passt. Das heißt, wir können hier vier Produkte und da, ja. Müssen noch mal gucken. Wenn wir jetzt das Futter da einräumen, dann haben wir immer noch vier Produkte. Okay, das heißt, das. Puh. Ja, komm, wir machen das so. Wir machen hier das Katzenfutter hin. Dann haben wir dafür halt leider nur zwei Regale, aber dann ist das so. Da machen wir das andere Katzenfutter hin und das Hundefutter kriegt zwei Plätze, weil es wird, denke ich mal, größer sein. Aber das sehen wir jetzt gleich, wenn wir es haben. Dann gibt es halt, ja, im Prinzip gibt es genauso viele Plätze wie für Hundefutter wie für Katzenfutter. Bei Katzenfutter gibt es halt zwei verschiedene Sorten. Aber ja, ich glaube, so machen wir das. So passt das doch ganz gut. Ja, man kann allerdings so schräg durchlaufen. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Da könnt ihr gerne noch ein bisschen mitgestalten. Mir einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. So, und jetzt haben wir noch vier Produkte. Ja, die passen zwar themenmäßig eigentlich nicht zusammen, aber ich kann es leider nicht ändern, weil ich habe einfach nicht mehr genug Platz. Oder nicht genug Produkte. Das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. Unterm Strich beides nicht. Kommen die Kartoffeln auch mit dahin. Eigentlich würden halt Kartoffeln wunderbar hier zu Reis und so passen, aber ihr seht, hier ist halt auch kein Platz mehr, ne? Ich habe hier schon den Pfeffer zwischengelagert, quasi so. Da muss ich nochmal ein Fünferregal draus machen. Und dann müssen wir nochmal Regale en masse kaufen. Damit wir hier alles reinkriegen. Oder damit auch alles voll ist. So ist besser gesagt. Aber auch die restlichen Regale werden dann in einer späteren Folge kommen. So, jetzt haben wir noch die Zahnpasta. Aber Alter, wie viel Zahnpasta kriegen wir in ein Regal? Genug. Ja, und somit ist unser Laden voll und ich glaube, bevor wir neue Regale kaufen, machen wir doch noch mal eine neue Ordnung. Ja, mal gucken. Bin mir da noch nicht ganz so sicher. Ganz zufrieden bin ich so auf jeden Fall noch nicht. Aber was wir daraus machen oder was wir nicht machen, das seht ihr in der nächsten Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder eine Supermarkt-Folge zu kriegen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so an nächsten Spielen haben wollt. Weil, machen wir uns nichts vor, allzu viele Folgen Supermarkt-Simulator wird es hier nicht mehr geben. Deswegen gibt es jetzt auch so ein bisschen gestreckt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit bin ich erstmal raus und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!